Gemeinsam für den Abschlussvortrag. Ich bin gespannt, CDK mit Jonas, Integration mit Personen. Danke schön, Herr Neuen. Ja, recht herzlich willkommen zu meinem Abschlussvortrag von der zweitägigen Sitzung hier. Ich denke, es gab viele technische Vorträge. Ich werde die Technik heute ein bisschen nur am Rande streifen, wenn ich kurz berichte, was wir eigentlich an Produkten anbieten. Das Thema ist Integration mit Perspektiven und ich möchte auf das Thema Integration von verschiedenen Blickwinkeln eingehen. Da gehört auch die Technik dazu, Hochintegration von Schaltkreisen, aber ein bisschen mehr. Zunächst kurz, wer ist TDK Mikronas? Diejenigen, die hier aus dem Freiburger reingekommen kommen, kennen die Mikronas, aber mittlerweile hat sich auch unser Name geändert und ich möchte darauf eingehen, was das für uns bedeutet. Mikronas ist ein Mittelständler hier im Freiburg Nord Industriegebiet und da ist auch schon das erste Integration taucht darauf. Wir sind ein typischer IDM, Integrated Device Manufacturer. Wir entwickeln nicht nur unsere Produkte, sondern wir stellen sie auch selbst her. Heute zu 90% der Fertigung immer noch hier in Freiburg in dem Werk. Plus wir haben eine Tochterfirma in Schottland, wo wir Final Test machen. Unsere Vision ist, bevorzugter Partner zu sein für unsere Kunden, immer dann, wenn unsere Kunden daran denken, dass sie einen Sensor einsetzen oder einen Actuator für eine Ansteuerung von Motoren insbesondere, dann ist unsere Hoffnung, dass sie als erstes an uns denken, denn wenn man von Anfang an dabei ist in den Diskussionen mit den Kunden, ist die Chance auch am größten, dass wir was maßgeschneidert für sie herstellen können. Hier in Freiburg gehört Umweltschutz dazu, auch da tun wir unseren Beitrag. Nachher sehen wir es auch ein bisschen an den Produkten. Viele unserer Produkte werden deswegen eingesetzt, um im Auto CO2 zu reduzieren oder halt insgesamt über intelligente Systeme mit der Sensorik letztendlich den Wirkungsgrad von Systemen zu erhöhen. Wir haben bei uns 2011 eine große Solarfarm aufgebaut, auf ein Logistikzentrum und vor 2 Jahren 2 Kraftwerke bei uns auf dem Campus, sodass wir uns mittlerweile zum Drittel selbst versorgen vom Strom und eben auch die ganze Abwärme selbst nutzen. Wir sind in Freiburg ungefähr 900 Mitarbeiter, in Schottland am Werk mit 70 und dann im Vertrieb ein bisschen um die Welt verteilt. Ja, das sind unsere Standorte, ich habe schon erwähnt. Wir haben Freiburg, das ist das Zentrum hier, dann in München ein Design Center, in Schottland am Werk mit 70 Mitarbeitern, die Final-Tests machen und dann im Vertrieb Standorte, vor allen Dingen in den USA, in Asien und in Japan. Spielt sich alles bei uns auf der Nordhalbkugel. Zu unseren Produkten. Wir haben 2 größere Produktlinien. Das eine sind Sensoren, das ist auch unser Hauptgeschäft, Magnetfeldsensoren. Und dort haben wir ein sehr breites Produktportfolio, im Wesentlichen auf dem Hall-Effekt basierend, voll integrierte ECs, angefangen von einfachen Schaltern. Wenn Sie Ihren Gurt nicht anlegen dann, und es fängt an zu bimmeln, dann gebe ich zu, in der Regel liegt es an unserem Sensor, der hat nämlich erkannt, dass Sie Ihren Gurt nicht angelegt haben, dass jetzt im Gurtschloss ein Rollsensor, ein kleiner Magnet, eine Feder und Sie drücken mit der Gurt dagegen, bis dann entsprechend der Magnet nah genug am Rollsensor ist. Ein gutes Beispiel, auch für die Funktionalität ist kontaktlos und so ein Sensor ist eben hermetisch dicht. Wenn jetzt jemand mit ihm Kinder hat und irgendwann mal läuft mal Orangensaft rein, auch nach vielen Jahren kann sich darauf verlassen, der Rollsensor wird funktionieren gegenüber einem mechanischen Schalter, der irgendwann einmal rotieren könnte. Auch im Industriebereich, so Rollladensteuerung, Endpunkterkennung, solche Dinge sind typische Anwendungen für solche einfachen Rollschalter. Das ist einfach eine Ja-Nein-Entscheidung. Die linearen Rollsensoren, eindimensionale Rollsensoren, die haben als Ausgangsgröße ein proportionales Signal zur Feldstärke, zur magnetischen Stärke. Und damit kann man zum Beispiel Abstände erkennen, Bewegungen erkennen, solche Dinge. Indirekte Messungen wie Drehmoment kann man damit realisieren. Die 3D-Hall-Sensoren sind wirklich dreidimensionale Sensoren im Silizium integriert, mit denen wir wirklich in allen Raumrichtungen das Magnetfeld messen können. Und da ist zum Beispiel Winkelmessung, ist eine zweidimensionale Messung, aber wenn Sie dann auch lagerunabhängig solche Bauelemente einbauen möchten, dann ist oft eben 3D gefordert. Und jetzt, Teil von TDK, haben wir eine Technologie dazu bekommen, die sogenannte magnetoresistive Technologie, insbesondere die TMR-Technologie, Tunneling Magneto Resistive. Dort haben wir jetzt auch die ersten Produkte zusammen, erst nachher noch mit TDK, wo man hochauflesende Winkelsensoren mit sehr hoher Empfindlichkeit realisieren kann. Eine sehr schöne Ergänzung zu der Hall-Technologie.
Call-Technologie hat sich deswegen so durchgesetzt am Markt, weil sie vorintegriert mit CMOS embedded werden können. Im Prinzip ist es ein normaler CMOS-Prozess mit ein paar kleineren Tricks, aber im Wesentlichen, wenn Sie drauf schauen würden, würde das aussehen wie normale analog-mixtigende CMOS-IC. Die TMR-Sensor ist eine eigene Technologie, die bisher relativ aufwendig nur auf CMOS zu realisieren ist. Deswegen sind in der Regel zwei Chips in einem Package, ein der TMR-Sensor als solches und eine CMOS-Integration. Wir sind da auch recht aktiv und da die Brücke jetzt hier auch zu dieser Veranstaltung in Förderprojekten, um letztendlich die Produktlinie weiterzuentwickeln. Ein Beispiel hier ist das Projekt Parsifal, produktfähige, autark und sichere Foliensysteme, insbesondere für Automatisierungslösungen bei Industrie 4.0. Und wenn Sie sich anschauen, die Partner, davon sind glaube ich auch viele hier vertreten gewesen in den letzten zwei Tagen. Es geht darum, drahtlose Positionserkennung in Pneumatiksystemen, Smart Labeling und insbesondere möglichst dünne, flexible Sensoren und Lösungen einzusetzen. Unter anderem geht es darum, unter 20 Mikrometer dünne ICs und eben auch Sensoren in Folien zum Beispiel mit einzubauen. Und wir sammeln damit auch Erfahrungen im Industrie 4.0-Umfeld und Anwendungserfahrungen auch. Das ist für uns immer ganz wichtig. Unsere Philosophie ist, anwendungsspezifische Produkte herzustellen. Das heißt, wir müssen doch zu einem gewissen Maß verstehen, was in der Anwendung, in der Applikation gefordert wird. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, insbesondere im Industrieumfeld, dort Erfahrungen zu sammeln. Die zweite Produktlinie, die wir hier auch aus Freiburg aus betreiben, sind sogenannte Embedded Motor Controller, also integrierte Lösungen für die Ansteuerung von Motoren. Motoren bis zur Größe von etwa 10 Watt Leistung, relativ kleine Motoren. Und es geht darum, von den alten klassischen Motoren, bürstenbehafteten Motoren, die eben einen schlechten Wirkungsgrad haben, zu Motoren überzugehen, wie bürstenlose Motoren, WLDC oder auch Steppermotoren. Und dort haben wir jetzt die zweite Generation seit Ende letzten Jahres in der Produktion. So ein Baustein ist sehr hoch integriert, ein 32-Bit ARM Cortex-Prozessor drin, Flash, E-Quadrat, das ganze Power-Management. Sie können tatsächlich auch die Haltbrücken, die man braucht, um die Motoren mehrphasig anzusteuern, sind voll integriert. Sie können tatsächlich mit so einem Baustein, mit ein paar Kondensatoren drumherum, eine komplette Anwendung realisieren. Und die Idee ist letztendlich, so klein zu machen, damit es in den Motor eingebaut werden kann. Auch hier gibt es schon ein Förderprojekt, um letztendlich auch die nächste Generation mit Partnern vorzubereiten. Das Projekt nennt sich Rolle. Fördersysteme für sich selbst organisierende Warenströme. Passt auch sehr gut zu dem Thema Industrie 4.0. Und mit den Partnern zusammen geht es letztendlich darum, es sind auch Partner dabei, die jetzt ein bisschen weiter weg von unseren klassischen Kunden sind, wie Amazon, die wirklich auch natürlich große Transportsysteme und betreiben. Und die Idee ist letztendlich, das mit vielen kleinen Motoren anzutreiben, um dann solche Systeme möglichst intelligent gestalten zu können. Auch da geht es darum, die nächste Generation die Anwendung zu erfassen, die Anforderungen an die Anwendung, um dann uns letztendlich auch darauf einzustellen, um die nächste Produktgeneration zu realisieren. Nochmal ganz kurz, woher kommt Nikonas? 1952 gegründet in Düsseldorf als Intermetall. Dann wurde hier in Freiburg das Werk gebaut, das ist mittlerweile über 50 Jahre her. Im Jahr 1965 wurde die Intermetall übernommen von einer amerikanischen Firma ITT, kennen wahrscheinlich einige noch, und dann hieß es zunächst ITT Intermetall, bis dann 1997 die ITT sich entschlossen hat, sich von der Halbleiterei zu trennen und der Bereich der integrierten Schaltkreise wurde an die Firma Mikonas verkauft. Seit 1997 dann auch unter dem Namen Mikonas, auch glaube ich hier in Freiburg bekannt, bis dann in den Jahren 2005, 2006 war das Hauptgeschäft Fernsehschaltkreise, vollintegrierte Einschip-Fernsehschaltkreise. Das Geschäft ging dann leider, wurde immer schwieriger, weil die Konkurrenz aus Asien größer wurde, unsere Kunden angefangen haben, selbst Chips zu entwickeln. Und so wurde dieser Bereich Consumer immer schwieriger. Deswegen musste sich Mikonas dann nach 2008 und 2009 entschließen zu restrukturieren, was schmerzhaft war. Und seit 2010 haben wir uns jetzt voll auf den Bereich Automotive und das zweite Standbein Industrie konzentriert. Die Produkte, die Sie jetzt gesehen haben, das ist im Wesentlichen das, was in den letzten 10 Jahren entstanden ist. Es gab vorher schon immer einen kleinen Bereich Automotive, aber der wurde jetzt dann in den letzten Jahren immer stärker ausgebaut. Und ich bin 2010 dazugekommen und es hat mir auch viel Spaß gemacht.
Firma zu leiten, die letztendlich auch unabhängig ist, das börsenkotierte Gesellschaft. Aber wir haben dann gemerkt, es ist doch schwer in dem Bereich Halbleiterei, wo wir einfach kleiner sind, in Größenordnung 150 Millionen Euro Umsatz, wirklich langfristig zu bestehen. Wir haben versucht, es selbst zu akquirieren. Dann haben wir uns aber entschlossen, im Jahre 2016 dann uns TDK anzuschließen. War eine sehr freundliche Übernahme, sehr positive Gespräche und auch die Perspektive da, TDK möchte in die Sensorik rein. Das hat uns bewegt, uns letztendlich dann auch TDK anzuschließen. Und seit 2016 gehören wir jetzt zu TDK und haben unseren Namen auch geändert zu TDK Mikronas. Mikronas, der Name ist nicht verschwunden. Für die Produkte steht weiterhin Mikronas als Firmenname hier in Deutschland TDK Mikronas und insgesamt ein Teil von TDK. Ein anderer Blickwinkel auf Integration neben der technischen Integration ist natürlich, wie integriert man sich dann in so eine große Firma und wie ist das gelaufen? Vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, 8. März war das Closing, seitdem sind wir 100% Tochter von TDK. TDK ist ein sehr großer Konzern mit Sitz in Tokio, 92.000 Mitarbeiter, ungefähr eine Milliarde Yen Umsatz, ungefähr 8 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon eine große Veränderung für uns als kleiner Teil von so einer großen Firma. TDK ist keine typisch japanische Firma in diesem Sinne. TDK ist sehr international aufgestellt. Das geht schon vom Top-Management los, die sehr entweder im Ausland viele Jahre in Europa oder in den USA gelebt haben und damit sehr offen sind. Durchaus auch aggressive, positive Sinne, die Veränderungen durchaus tragen und auch wünschen. Aber auch nicht so, dass es eine Firma ist, die jetzt irgendwie nur alles vom Headquarter durchsteuert, sondern lassen den einzelnen offenen Loss verantwortlichen Einheiten recht viele Freiheiten. TDK wurde 1935 gegründet und zwar mit dem Ziel, Ferrite zu industrialisieren. Man hatte erkannt, okay, Ferrite ist ein interessantes Material, was machen wir eigentlich damit? Da gab es die ersten Radios, da hat man dann Ferritstäbe eingesetzt. 1966, daher kennen vielleicht viele von Ihnen auch TDK von Kassetten, dann später Videotapes oder sogar CD-Rohlinge. Und seit 1990 sehr stark im Bereich Magnetfestplatten tätig, insbesondere die Köpfe, die kompletten Einheiten, die letztendlich die Daten lesen und schreiben, ist ein Hauptgeschäft auch von TDK. Und jetzt neu die Weiterentwicklung dieser Magnethistorie und Sensorik, letztendlich ist ja so ein Festplattenlesen. Auch nichts anderes als ein Sensor, jetzt in die Sensorik das zu erweitern. TDK hat es also geschafft, über die Jahre sich immer wieder auch zu erneuern von einer Firma, die stark Richtung Consumer orientiert war, nämlich Kassetten sogar zu verkaufen. Ich erinnere mich, die ersten Gespräche waren Besucher aus Japan da, das waren zum Abendessen und dann habe ich höflich gesagt, wenn man mal Lebensmittel braucht, hier gibt es den Aldi, da kann man dann einkaufen, man guckt damit an, sagt der Aldi Süd oder Aldi Nord. Also da habe ich gemerkt, dass der schon länger in Europa war und letztendlich wahrscheinlich Aldi besser kennt als viele von uns, nämlich auch deren Einkäufer. TDK hat ein sehr großes Produktportfolio, angefangen von Produkten für passive Komponenten, Kondensatoren, induktive Bauelemente. Da steckt vor allen Dingen auch die Firma Edcos dabei, die dann 2008 von TDK akquiriert wurde. Und dann eben auch sonstige passive Komponenten, Hochfrequenzbauelemente, SAW-Filter, solche Themen. Dann der Bereich Magnetanwendungen, angefangen von Magneten selbst, die natürlich hergestellt werden, Folien, also verschiedene Bauformen. Dann diese Festplattenköpfe und verschiedene Dünnschichtprodukte, da gehören zum Beispiel auch Batterien dazu. Ist gar nicht so bekannt, aber TDK ist einer der großen Lieferanten für Batterien in Handys zum Beispiel. Gott sei Dank waren wir nicht schuld bezüglich der Probleme, die da in den letzten Jahren mit Samsung aufgetreten sind. Aber natürlich wird man dann nervös, wenn man dann solche Dinge sieht. Was war jetzt der Grund für uns und für TDK natürlich umgekehrt, Mikronas zu erwerben? Wenn man mal schaut, wo Mikronas die Stärken sind, dann sind wir natürlich im Bereich der Magnetfeldsensorik schon lange unterwegs und auch sehr anerkannt, insbesondere im Bereich Automotive, für Magnetsensoren auf dem Rollprinzip. Dunkelblau ist das etwa das herausgestellt, wo wir stark sind. Dann natürlich der Bereich von Chip-Integration. Wir haben kein einziges Produkt, wo nur ein Sensor alleine verkauft würde, sondern es ist immer eine hochintegrierte Lösung. Das heißt, wir fangen an mit einem Verstärker, AD-Wandler, digitale Signalverarbeitung. Und selbst wenn am Ende ein Analogsignal rauskommt, dann ist dazwischen immer ein DSP dazwischen. Da steckt eigentlich auch ein Verstärker drin in der Signalverarbeitung, in der Integration. Dann das Assemblieren von solchen Sensoren im Gehäuse.
typische Plastikgehäuse und spritzte Gehäuse. Da können Sie sich vorstellen, solche Sensoren sind natürlich auch druckempfindlich und haben verschiedenste Einflussfaktoren, die man beherrschen muss, insbesondere in so großen Temperaturbereichen von minus 45 bis 155 Grad. Module, da macht man nicht so viel, aber es war durchaus eine Bestrebung zu sagen, wir sollten eigentlich in der vertikalen Integration vorangehen. Integration nicht nur auf dem Chip-Level, sondern auch zunehmend auf Modulebene. Was wir tun, ist passive Komponenten, die wir integrieren heute in unser Bauelement, aber wir sind noch nicht so, dass wir tatsächlich einen Stecker irgendwo an unserer Baugruppe dran hätten. Wir haben einen sehr guten technischen Betrieb, alle unsere Ingenieure, also unsere Betriebsleute sind Ingenieure, weil es letztendlich doch ein sehr technischer Betrieb ist, Projektgeschäft letztendlich. Man muss die neuen Plattformen auch letztendlich technisch überzeugen. Natürlich spielt der Preis eine Rolle, aber wichtig ist, die Kunden zu verstehen und zu beraten. Und wir haben auch ein ganz gutes Distributionsnetzwerk, ist aber nur ein kleiner Teil. Wenn man sich dann anschaut, wo kommt TDK her, dann ist das sehr komplementär. TDK hat diese MR-Technologie noch ganz am Anfang, noch ein kleiner Umsatz, aber die Technologie ist da. Wir haben uns die auch angeschaut und waren überzeugt, dass sie marktreif ist. Haben keine eigenen Chip-Designer. Ich glaube, ein ganz TDK von 90.000 Mitarbeitern, etwa von 20, die am Rande etwas mit Chip-Design zu tun haben. Assembly und Test von ICs, wenn überhaupt, ist outgesourced. Aber sie haben tatsächlich auch eine Modulfertigung, stellen auch Module her. In verschiedensten Anwendungen, auch im Bereich Drucksensorik zum Beispiel oder Temperatursensorik, sind sie sogar Lieferant direkt an die Automobilhersteller, also an die OEMs. Der technische Vertrieb ist nicht so ausgeprägt. Sie können sich vorstellen, mit dem großen Produktportfolio, wenn da jemand von Kondensatoren über Magnete bis zu vielleicht sogar Power Supplies etwas verkauft, muss kann er nie in der Tiefe sein, wie das bei uns der Fall war. Haben aber ein sehr großes Vertriebsnetzwerk, fast 2000 Mitarbeiter weltweit, die im Vertrieb tätig sein. Sind. Das heißt, es passt sehr gut zusammen, wenn man sich das mal so zusammen ineinander legt, haben wir jetzt einfach so von unten nach oben einfach eine tolle Situation. Das heißt, zum Beispiel unser Vertrieb ist extrem geschätzt, weil er eben diese technische Expertise mitbringt und wir haben jetzt auch viele Projekte zusammen mit TDK, wo wir jetzt verschiedene Aspekte zusammenbringen, ob es das IC-Integration ist oder Modulfertigung. Das heißt, wir kommen vom Chip über das Element bis zur, hier steht jetzt mal Einheit, damit sind Module gemacht. Ganz kurz zur Technologie. Die Hall-Technologie und die TMR-Technologie ergänzt sich sehr schön. Hall ist einfach immer dann die Wahl, wenn die technischen Anforderungen, die wir in der Applikation sehen, damit erreicht werden können. Denn grundsätzlich ist es an sich günstiger, weil wir auf einem Standard-CMOS-Prozess solche Hall-Sensoren implementieren können mit nur minimalen zusätzlichen Kosten. Wir können auch außerdem durch unsere 3D-Hall-Technologie alle drei Raumrichtungen messen. Ja, wir können von schwachen bis sehr starken Magnetfeldern messen. Es gibt nicht die Situation, dass bei sehr starken Magnetfeldern plötzlich der Sensor degradieren würde. Da kann eine Sättigung gehen, aber das ist reversibel. Die TMR-Technologie im Gegensatz dazu zeichnet sich insbesondere durch eine extrem hohe Empfindlichkeit aus und durch eine sehr hohe Genauigkeit im Winkelmessbereich. Also wir reden durchaus von einer 10er Potenz. Wenn wir mit dem Hall-Sensor von 1 Grad vielleicht Auflösung runterkommen, kommen wir mit TMR auf 0,1 Grad. Das ist schon ein großer Fortschritt, auch eine gute Temperaturstabilität und auch eine sehr schnelle Reaktionszeit. Nachteil ist dann wieder bei sehr hohen Pegeln, muss man aufpassen, dass nicht plötzlich ein irreversibler Zustand auftritt in dem Sensor. Ergänzt sich also sehr schön, es gibt einfach Anwendungen, wo wir mit Hall an die Grenzen gestoßen sind und umgekehrt sind wir auch dabei, jetzt Projekte zu realisieren, bei denen wir sogar Hall und TMR zusammen in einem IC integrieren und damit eigentlich aus beiden Welten dann diese besten Aspekte entsprechend mit in das Produkt mit reinbringen können. Jetzt ist natürlich die Frage Integration von einem Mittelständler, wie wir sind, 1000 Leute, in so einen Großkonzern, wie funktioniert eigentlich sowas? Und dann noch internationaler Großkonzern mit Sitz in Tokio. Der Schock für uns war nicht ganz so groß, weil bevor wir zu TDK gekommen sind, haben wir schon mehr als 50% unseres Umsatzes in Japan realisiert. Unsere größten Kunden sitzen in Japan. Mehr als die Hälfte vom weltweiten Umsatz ist in Japan. Danach kommt dann natürlich schon Deutschland, die Automobilindustrie hier. Von daher kannten wir die japanische Kultur schon zu einem gewissen Maß. Aber da gibt es schon ein paar große Unterschiede. Wenn man sich den Sport anschaut, die Sumo-Ringer, die drängen die Leute aus dem Kreis raus, dann hat man gewonnen. Die Fußballspieler, die wollen eher ins Tor rein. Als ein Beispiel, man muss schon sehr offen sein und das ist dann auch die Aufforderung, bei so einem Integrationsprozess auf beide Seiten noch aufeinander zuzugehen. Das kann ich jetzt nach einem Jahr sagen, hat aber wirklich sehr gut funktioniert.
Wir haben ja auch Kulturtrainings durchgeführt, mittlerweile mehr als 250 Mitarbeiter, 900 geschult. Hat jemand von uns sogar aus den eigenen Reihen solche Schulen angeboten, um einfach mal näher zu bringen, was ist da der große Unterschied, wie tickt eine Firma in Japan oder was sind die großen kulturellen Unterschiede. Aber man muss sagen, wenn man offen aufeinander zugeht und weiß, dass man unterschiedlich ist, dann vergibt man sich gegenseitig auch, wenn ich mich jetzt in Japan nicht genau in einen gewissen Winkel beuge, ich tue es bei der Hand, ich schütte dann trotzdem die Hand, dann wissen die, okay, das ist ein Westler, der kann das nicht wissen, das soll ich schon gar nicht probieren, umgekehrt genauso. Es kommt manchmal zu skurrilen Situationen, wenn man glaubt zu wissen, was die anderen erwarten, auf beiden Seiten. Und dann gibt es manchmal so Deadlock-Situationen, weil der auch in der Sprache oder in dem, wie man kommuniziert, wo der eine denkt, naja, der Deutsche ist doch eigentlich ziemlich direkt. Und wir denken, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig, ich sage erstmal dreimal einen Runden, um aufs Ziel zu kommen. Dann denkt der Japaner schon, was ist für einer, der ziemlich atypisch. Da gibt es manchmal etwas seltsame Situationen. Aber nochmal, TDK ist ja international aufgestellt und damit hat sich das sehr im Rahmen gehalten. Mittlerweile haben wir auch die ganze Magnetfeldsensorik zusammengefasst. Ich bin jetzt auch zuständig für das gesamte Magnetfeldsensorgeschäft, also auch für den japanischen Teil. Wir haben zwei Werke, einmal in Japan, in Asama. Da sieht man auch den Mount Asama, das ist der aktivste Vulkan in Japan, der da gar nicht so weit weg ist. Etwa 550 Mitarbeiter dort, wo wir die TMR haben und die Herstellung und dann natürlich hier der größte Standort für Mikronas in Freiburg. Und da gab es jetzt schon zahlreiche Workshops. Wir haben in den ersten Monaten wirklich im Abstand von 6 Wochen immer Teams nach Japan geschickt und Kollegen aus Japan kamen hierher. Vor allem die technischen Workshops, um zu verstehen, was der andere kann, aber auch vermarktungstechnisch oder Roadmaps. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Ich denke, alle haben viel voneinander gelernt, aber sowas wird man natürlich bei uns dann auch nicht unbedingt sehen. Japan in den Werk, egal wer das ist, wenn man da reingeht, dann zieht halt jeder die Uniform an. Das geht dann nicht nur in der FEP, sondern eben überall. Und ja, da gibt es schon größere Unterschiede. Meine erste Betriebsversammlung in Japan, jetzt viele Gebote in Deutschland, aber in Japan läuft es schon etwas anders ab. Da steht man im ersten Moment erstmal da und alle singen die TDK-Hymne. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich versuche, das vielleicht in Freiburg einzuführen, da bin ich wahrscheinlich am Anfang der Erste, der wahrscheinlich sehr schlecht auf der Bühne steht und anfängt, irgendwo ein Lied zu trällern. Also in Japan ist das selbstverständlich und auch nicht aufgesetzt. Ja, kommt aus einer anderen Richtung. Aber nochmal, wenn man offen ist, und das war absolut der Fall von beiden Seiten, dann ist dieses Miteinander wirklich eine Bereicherung. Und ich glaube, ich kann für die Kollegen bei TDK Mikronas sprechen. Keiner hat es bisher bereut und wir sind alle sehr positiv bezüglich dessen, wie es dann auch weitergeht. Wie geht es denn weiter? Ja, heute Morgen haben wir bekannt gegeben, dass wir TDK Mikronas so eine Firma in Europa gekauft haben, die Firma iSeaSense. Das ist die größte unabhängige Designfirma in Europa, etwa 70 Designer in Belgien. Damit verstärken wir jetzt auch ganz gewaltig die Bandbreite, die wir haben, um neue Produkte voranzutreiben. Wir haben schon mit iSeaSense zusammengearbeitet einige Jahre, insbesondere die ganzen Chips, die CMOS-Chips in Japan für die TMR-Sensoren wurden dort entwickelt und jetzt haben wir auch schon seit letztem Jahr die ersten Projekte im Bereich der Hall-Sensorik und das Thema wird jetzt sein, die ganze Magnetfeldsensorik weiter auszubauen. Da brauchen wir aktive Designer und das ist eine wunderbare Situation, die wir uns da ergänzen können und wir freuen uns, dass die jetzt auch Teil der TDK-Family geworden sind. Das Ziel von TDK, uns allen in der TDK, ist die Nummer 1 insgesamt in der Sensorik zu werden. Das sportliche Ziel, wir sind heute noch relativ klein. Der Umsatz heute in den ganzen Sensoren liegt zur Größenordnung bei 400 Millionen. Unter anderem durch den Zukauf von der Firma Inventsense, der bekannt gegeben wurde, aber noch nicht geclosed wurde, werden wir wahrscheinlich Ende nächsten Jahres die 1. Milliarde erreichen. Und das Ziel ist in den nächsten 5 Jahren 2 Milliarden Umsatz zu erreichen, insgesamt im Bereich der Sensoren. Und da gibt es jetzt verschiedene Firmen, die damit drin sind. Ich habe vorhin schon erwähnt, EPCOS, schon seit einigen Jahren dabei, im Bereich Druck- und Temperatursensoren. Wir sind dazu gekommen im letzten Jahr. Tronix kam im Herbst dazu, ist eine MEMS-Firma in Grenoble. TDK selbst hat auch MEMS, was hier der Mikrofon zum Beispiel oder auch Feuchte und eben auch Magnetsensoren. iSeaSense ist dazu gekommen. Wir haben einen kleinen Teil von uns, der sich im Bereich IoT tummelt, um solche Wearable Devices auch herzustellen. Nicht weniger unseren Markt zu verkaufen im Sinne an die Endkunden, sondern um zum Beispiel jetzt mit großen Automobillieferanten laufen dort ein paar Feldversuche. Der Fahrer hat so eine Art Fitbit-Armband an, das kommuniziert mit dem Fahrzeug und wenn das Fahrzeug mal merkt,
Der Fahrer hat entweder einen extrem hohen Puls oder Blutdruck oder ganz niedrig, dann merkt er, mit dem stimmt was nicht und wenn dann so ein autonomes Fahrzeug eben von alleine auf den Standstreifen fahren und gegen sagen, da stimmt was nicht mit dem. Also wir gehen von den Materialien, wo TDK extrem stark ist historisch, über die Sensoren, die sich jetzt dann auch noch erweitern werden durch den Zukauf von InvenSense, in die Module. Teil von meinem Verantwortungsbereich ist auch Module. Wir haben größer noch 10 Millionen Umsatz im Bereich Drucksensoren oder Stromsensoren auch im Fahrzeug, bis ganze Lösungen und Software, gerade im Bereich der Bereich InvenSense, der dazukommt, bringt insbesondere im Handybereich sehr große Erfahrung mit, eben auch Software mit anzubieten. Und das ist ein hehres Ziel. Und wir sind aber schon in den letzten Jahren ein Stück weiter gekommen, auch durch Zukauf. Das ist ein organisches Wachstum, um letztendlich dann die Nummer 1 zu werden. Heute ist unser Produktportfolio hauptsächlich im Bereich Magnetsensorik, Temperatur, Druck und Mikrofone. Durch die Erweiterung jetzt auf Ultraschall- und Inertialsensoren wird sich dieser Markt für uns ab sofort dann deutlich erweitern. Und das spielt sich sowohl im Auto als auch im IoT und Mobile, wie auch im IoT und Industrie, als auch im Mobile-Bereich. Wir möchten uns da auch stärker diversifizieren. Heute ist unser Sensorumsatz in TDK 80% davon ist im Bereich Automobil. Wenn man sich da die Landschaft anschaut, im Bereich, hier die Achse ist magnetisch und nicht magnetische Sensoren, nach oben ist Auto und Industrie, nach unten eher ICT, das ist so Mobilkommunikation, Handybereich. Dann sind wir heute im Bereich Magnetsensorik, Auto, schon sehr gut aufgestellt, durchaus auch im Bereich von einigen nicht-magnetischen Sensoren, Druck- und Temperatursensoren. Durch die neuen Kollegen von Tronix sind wir jetzt auch im High-End-MEMS-Bereich besser aufgestellt. Da geht es dann sogar in den Bereich Medizintechnik in einigen Bereichen. Durch die Akquisition von InvenSense werden wir den Bereich nicht-magnetisch und Handy sehr gut abdecken. Und wir sehen auch zunehmend, dass Magnetsensorik und Bewegungs- oder Inertialsensorik immer stärker zusammenkommen, solche multidimensionalen Sensoren. Diese Integration dann von verschiedensten Sensortechnologien, diese Sensor Fusion, können wir dann in Zukunft eben auch sehr gut abdecken. Damit wäre ich auch schon durch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Gelegenheit, kurz vorzustellen, wer jetzt TDK Mikulas ist, was sich bei uns verändert hat und wo wir hin möchten. Dankeschön.